Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play UFC. Und ich habe in der letzten Folge doch glatt was vergessen. Und zwar hieß es doch, dass Marshall sich nach jedem Sieg in der UFC ein Tattoo stechen lässt. Und ja, das haben wir irgendwie ein bisschen außer Acht gelassen. Da muss schnell nachgeholfen werden. Wir machen erstmal was Cooleres, was man auch sieht. Ich hatte Bock, aus dem eher so ein... Also so Yakuza-Tattoos machen. So ein bisschen Yakuza. Ein bisschen Yakuza-mäßig. Da hatte ich mal gesehen, dass es hier für die Arme genau so komplette Tattoos gibt. Cool. Den rechten. Hallo? Hexe. Ja. Auf jeden Fall geile Dinger bei. Bleiben wir mal bei dem erstmal. Der rechte Arm. Ja, sein zweites Tattoo. Der Marshall nimmt, er wird zu der richtigen Persönlichkeit. Gut. Ja, sieht auch schon mal ganz fett aus. Speichern und verlassen. Da sieht man ihn nochmal in kompletter Montur. Und Ladebildschirm. Ein Schluck aus der kalten Dose. Gut, trinken. Es ist immer noch warm draußen auf jeden Fall. Obwohl, heute geht's eigentlich. Heute ist übrigens der Tag des zweiten Deutschlandspiels. Freue ich mich. Mit die Kumpels, ne? Abends schön da sitzen, Bier trinken. Und dann da so ein bisschen diesen Ballsport ja, verfolgen, ne? Ich bin auf jeden Fall, wenn es um Sport geht, dann eigentlich bin ich nur auf Kampfsport getrimmt. Finde ich einfach am coolsten. Jetzt nicht, weil ich gewaltfeierlichend bin, weil ich Gewalt geil finde. Nee, einfach. Macht mir einfach mehr Spaß, dazu zu gucken. Muss ja auch jeder für sich wissen. So, jetzt geht's auch zum Kampf. Da sehen wir nochmal die Fight Card. Da sind wir immer noch ganz unten. Genau, kämpfen gegen diesen Code. Was ist denn da im vierten Kampf los? Stokes. Sieht aus wie von den New Kids. Hier werden noch ein paar Gestalten bestimmt kommen. Auf jeden Fall ist Cote genauso bärtig wie wir. Aber nicht so stark tätowiert. Ja, und ich hab da wieder was vorbereitet. Wieder ein Track aus meinem Lieblings Mixed Martial Arts Film. Viele von euch kennen ihn bestimmt. Und zwar Undisputed mit Scott Adkins. Ist wirklich eigentlich in der Szene das Nonplusultra. Dynamite and the Freak. Ja, und das... Ich hau euch das einfach jetzt schon um die Ohren. Ja, viel Spaß damit auf jeden Fall. Geiler Soundtrack. Ja, passt doch gerade hier voll rein, irgendwie. Ich halte jetzt einfach die Fresse und lass mich davon berieseln, okay? Viel Spaß. Follow me to the next dimension. You get lifted like these plates on benching. Go ahead, put your two cents in. Your words are worthless. Takes a strong like mine to understand my purpose. It's to shine more bright than the sunlight. I'm the star at night. Bring it on if you're ready to fight. Do you accept the challenge? Bring it on.
later when need are gone. Calculate the magnitude of the situation you're facing. No time for pacing, there's no time for wasting. What you want, it won't be a cakewalk. I won't make it easy for you to hate talk. The trash you spit, no, I couldn't let you do it no longer. So I built up mass and my passion stronger. To the point that I need an extra need to hold it. So thick that you could try, but ain't no need to fold it or bend it any which way. Nothing is happening, just me through the year. I'ma keep on rapping, and then the competition has to retire. No other chance. Who can do it like I do it? No other voice. If you need some help, call a doctor, get some medicine. I'll inspire you, bring you back to life, and make you dead again. Bring it on. Accept the challenge. Bring it on. I'ma test your balance. Bring it on. So bring it on. Your legs and leave the silence. Bring it on. You can't handle the heat. Bring it on. This cannibal is hungry for meat. Bring it on. And now I'm ready to eat. So bring it on. Get out of here before you get beat. Bring it on. Show me the money, show me the glory. Give me a second to demonstrate. Let me tell you a story. Do me the favor of keeping my name buzzing in the street. If you my homie, you won't have no problem holding this heat. If you my enemy, then stay away. You guess no love. Imagine your soul escaping, just floating above. Another day, another dollar, earn the payment to slip. It doesn't matter if it's illegitimate. Either way, we all gonna get what we want and get it quick. If you in the way, you feel the contents of this clip. I'm not a gangster, but I know gangsters belong that dump. I'm not a softy, come on, let me see you, show you a chump. Not a little girl talking big, man talk either. I'm a cold brother, never catch me without a heater. You want drama? I got it for you like it was Broadway. Didn't wanna listen, now you have to learn it the hard way. Bring it on. You accept the challenge. Bring it on. Test your balance. Bring it on. You can't stand the violence. So put bring your hands on your legs and leave the silence. Bring it on. You can't stand the violence. So put bring your hands on your legs and leave the silence. Bring it on. You can't handle the heat. Bring it on. This cannibal is hungry for meat. Bring it on. And now I'm ready to eat. So bring I'm scared it on. Get out of here before you can beat. I'm on the way like a freight truck. Build the muscle. Can't escape your fate, we ain't scared to tussle. I put the pressure on your offense, you can't advance. I'm a pro, hit the bench, bro, you had your chance. Do that dance in the end zone and hold my skill. If I don't take it all the way, no one will. Get back, you out of line, you out of your mind. You out of time, keep searching, brother, how do you find another mind? This position is this machine, I am is more than mortal. Don't need a key to explore the portal. Just follow me to the next dimension. You get lifted like this plate's on bench. Go ahead, put your two cents in. Your words are worthless. Takes a strong like mine to understand our purpose. It's to shine more bright than the sunlight. I'm the star at night. Bring it on if you're ready to fight. Bring it on. Do you accept the challenge? Bring it on. I'ma test your balance. Bring it on. You can't stand the balance. So put bring your hands on your legs and leave the silence. Bring it on. You can't handle the heat. Bring it on. This cannibal is hungry for me. Bring it on. And now I'm ready to eat. So bring I'm scared, it on. Get out of here before you can beat. Well, bring it on. Yeah, the heat is on. You better get your best to the plate or indeed you're gone. Calculate the magnitude of the situation you're facing. No time for pacing, there's no time for wasting. What you want, it would be a cakewalk. I won't make it easy for you to hate talk. The trash you spit, no, I couldn't let you do it no more. So I built up yes, my passion stronger. To the point that I need an extra meat. War cool. War irgendwie cool. Hat was, ne? Werde ich, glaube ich, öfter mal einführen. Verschiedene Lieder. Das wird aber wohl mehr Metal sein. Passt ja auch eigentlich. Ich will nicht sagen besser. Das ist ja auch Geschmackssache. Weil diese Hip-Hop-Tracks, die passen natürlich auch wie die wie die Faust aufs Auge. Ja, wir werden auf jeden Fall mal gucken, was die Zukunft bringt in diesem Let's Play. Mit Musik, ist auch immer die Frage mit der GEMA, ne? Noch ist Kimane Gaming noch nicht so in aller Munde. Aber wer weiß, vielleicht werden wir mal so groß, dass die GEMA uns dann doch erwischt, wenn ich da so Tracks in die Let's Plays einbaue. Ja, aber mal abwarten. Ne? Wie viel? Ich setze mir nie den Timer. Stufe 3. Neue Fähigkeitsfeld, neue Fans. Haben wir jetzt 31.809. Und neue Fähigkeiten.
Ach so. Zurück zum Gym. Nur ein Schluck. Muss gerade ein bisschen hier so mal auf die Zeit achten. Weil Deutschland fängt ja gleich an. Da muss ich mich ja früher oder später auch mal auf die Socken machen, nicht wahr? So, da waren gerade wieder Realfilmsequenzen. Haben mir verschiedene Profis zu meiner Siegesserie gratuliert. Ja, und bisher haben wir immer gewonnen. Bis auf den einen Kampf natürlich, aber da haben wir ja Rückkampf gemacht. Das heißt, der zieht nicht in unsere Bilanz ein. Ach, aber hier haben wir einen ebenbürtigen Gegner. Auch 7 Siege, 0 Verluste. Stil Muay Thai. Ja, mit Muay Thai sollte man eigentlich klarkommen. Es heißt, Frederick Taylor sei nicht glücklich darüber, gegen jemanden kämpfen zu müssen, der in den Ranglisten so weit unter ihm steht. Zeig ihm, dass du es verdient hast, gemeinsam mit ihm im Oktagon zu stehen. Ah, der wird sich noch wundern. Wenn wir Marshall mal seine Granaten auspacken lassen und den damit richtig penetrieren und übelst die Fresse blutig schlagen. So ist das nun mal. Ich weiß, wie gesagt, kein Timer gesetzt. Ich mache jetzt einfach weiter. Ab ins Gym. Weiter zum Training. Kickserien. Fällt mir auch ein, dass wir wieder zum Tätowierer müssen, ne? Das machen wir gleich. Zusätzlich noch. So, das war's mit der Übung. Oh, war aber knapp. Immer weiter, weiter, weiter. Clinch-Kontrolle. Und gegen den Käfig. Und schwarzer Gürtel. So, blocken. Arbeite an deiner Verteidigung. Verteidige dich mit Blocks und Abwehraktionen und lass dich nicht ausnocken. Ja, pariert. Ist super gemacht. Er geht irgendwie auf den Körper gerade, fällt mir auf. Ja, jetzt natürlich wieder nicht. Ah, Superman-Punch pariert. Geil. Wieder pariert. Ich glaube, wenn wir die Bewegung weiter skillen, dann ist Parieren leichter. Wenn mich nicht alles täuscht. Kann auch sein, dass es ein anderer Skill ist, den man da trainieren muss. Aber das funktioniert doch gerade schon richtig gut, ey. Boah. Wertung ist auch top. Da müsste ich, die müssten eigentlich einen neuen Gürtel für die Wertung erfinden. 168 Punkte nochmal zusätzlich. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir insgesamt haben. 1299 Punkte zum Ausgeben. Das ist so cool. Blocken auf jeden Fall. Clinch-Kontrolle bringen wir auf 50. Clinch-Würfe auch auf 50. Dann haben wir da gerade Zahlen stehen. Die Kickgeschwindigkeit, ja, da können wir mal gut was reinstecken. Weiter erstmal Punches. Linke Hand. Ja, wir bringen erstmal die rechte Hand weiter. Ah, und die linke auch, komm. Wir machen ja eigentlich immer rechts-links-Kombos. Ist ja wirklich, Kicks und Schläge sind unser... sind unser Fachjargon. Marshalls Schach. Fachjargon. Ich bring mal die Beine noch. Ich gehe meistens so 5er-Schritte. Ach, und ich sehe gerade, dass wir wieder in die Überlänge gehen. Aber ist egal. Ist für euch.
gehen noch ein bisschen auf unsere Gesundheit ein. Ausdauer. Ja, komm, machen wir Ausdauer nochmal. Ja, perfekt. So. Haben wir noch 9 Punkte übrig, suchen uns mal was Kleines. Aber ich weiß gar nicht, ob es... Nee, da existiert nichts mehr. Ja, das ist das. Das ist ja wieder ein Stück weiter, der Allerbeste zu werden. Fähigkeiten haben wir ein neues Feld jetzt hier freigeschaltet, sehen wir. Unsere Strategie 1. Da weiß ich auch genau, was wir nehmen. Wir hatten ja einmal stärkere Schläge. Und was machen wir jetzt natürlich? Höheren Schaden durch Kicks und Kniestöße. Ja, perfekt für unseren Marshall geeignet. Der wird so böse, der Typ. Richtiger Dampf. Richtiger Dampflok ist der. So. Sponsoren haben wir, glaube ich, keine neuen. Ich guck mal kurz rein. Ansonsten können wir den Banner mal... Ah doch, EA. Ah, Revenge Gear. Ah, cool. Haben wir ja doch. Ja, gut. Na gut. Dann weiß ich auch gleich... Hier ist gerade eine riesen Motte von der Decke gefallen. Ah, so. Ein bisschen Muster reinbauen. Okay, noch mit rein. Ein, das können wir noch. Ah, jetzt haben wir aber keine Sponsoren mehr. Das sind alle, die wir gerade freigeschaltet haben. Ja, komm, hauen wir EA Sports noch rein. Machen wir ein bisschen Werbung für EA. Auch wenn die es nicht verdient haben. EA ist ja ein bisschen verrufen. Zum zweiten, ich weiß gar nicht. Dieses Jahr vielleicht? Vielleicht folgt dieses Jahr das dritte Mal schlechteste Firma des Jahres. Wir wurden jetzt zur schlechtesten Firma des Jahres gewählt mal. 2 Jahre in Folge. Naja, abwarten. Ah, mit MMA, UFC, EA Sports UFC haben die. Ist ganz cool auf jeden Fall, macht Spaß, ey. UFC-Spiele machen eh meistens Spaß. Aber der letzte Teil von, Entschuldigung, ich bin gerade am Überlegen. Der letzte Teil der UFC-Lizenz war ja vorher bei THQ, die sind ja pleite gegangen, dann hat EA sich die eingesagt. Und der letzte Teil der THQ-Serie, Undisputed 3, hieß das auch, THQ, nee, gar nicht, UFC Undisputed 3, das war schon ein geiler Teil. Allein auch von der vom Charaktereditor, da konnte man richtig viel anpassen. Das hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. So, schmeißen wir eben mal das T-Shirt in die Tonne. Kampfoutfits. Boardshorts. Gehen wir nämlich jetzt zu, haben wir freigeschaltet, Revenge Gear. Revenge Gear ist jetzt auf unserem Banner, heißt wir können Revenge Gears Hosen anziehen. Jetzt hat man was Rotes, nehmen wir jetzt mal hier so was Goldenes. Aber die ist auch natürlich. Ja, ist immer schwierig. Immer coole Hosen bei. Aber wir können das ja später immer noch mal ändern. Die ist nicht so toll irgendwie. Die ist geil. Ja, wir nehmen die. Das einmal. Jetzt haben wir noch ein paar Sponsoren drauf. Vorne in die Mitte können wir was reintun. UFC vielleicht. Ah, das überschneidet sich so ein bisschen mit dieser goldenen Schrift da. Naja, machen wir vorne Mitte nichts. Hinten Mitte geht aber was. Da hauen wir das schwarze UFC rein. Genau, das ist cool. Hinten linkes Bein. Gucken wir, was wir noch haben. Ein bisschen Farbe. Genau, machen wir den dahin.
Und dann ist mir noch was ins Auge gesprungen. Ich weiß gar nicht, hier. Ne, hier ist nichts mehr. Nehmen wir noch hier. Revenge geht. Ich bin auch so blöd jetzt da drin. Ah, ist egal, komm. Ja, haben wir das. Walkout Outfit. Jetzt hauen wir da wieder ein Shirt rein. Gucken wir auch mal, was wir bei Revenge Gear jetzt haben. Das ist nochmal nicht so cool. Ich fand das vorher cooler von UFC. Mal schnell. Die Folge geht so lang. EA Sports T-Shirt. Naja. Naja. Wo ist UFC? Wir ziehen wieder UFC T-Shirts an. Das war unten, ne? Ja. Oh, das von gerade, ey. Das war cool. Ja, ja, ja. Mhm. Kopfbekleidung. Gucken wir mal, was Revenge Gear uns da anbieten kann. Aber das sieht eigentlich ganz cool. Ja, kann man machen. Aussehen. Ein neues Tattoo steht an. Machen wir jetzt erstmal was Auffälligeres oder jetzt erstmal nochmal dezenter. Aber erstmal dezenter weiter. An Hals. Auch da möchte ich eigentlich auf die mehr bunt. Mehr so Yakuza-mäßig, die japanischen Dinger. So eine Geisha. Das kann doch schon was. Ich weiß, ob das einzige so ziemlich Yakuza-mäßiges ist. Was ist das? Was hat er hier? Ne, das ist nicht so cool. Ich bleib bei der Geisha. Ja, fällt auf. Cooler Typ, ey. Ja. Speichern und verlassen. Speichern und verlassen. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Ja, habt noch einen super Tag. Und ich schaue mir wieder weiter Ladebildschirm an und mache mich jetzt auf die Socken wegen Fußball. Tschüss, Freunde. Haut rein.